So haben sie diese prominenten Herren sicher noch nie gesehen. Der Rocker Göhle als kleiner, herziger Bub und der Sänger Michael von der Heide als gefürchiger Diabolo auf der Bühne. Das haben wir heute in der Sendung für Sie parat. Schön sind Sie mit dabei. Das Uhrmacher Handwerk, das ist der ganz Stolz der Schweiz. Beim Grand Prix d'Horlogerie sind gestern die Besten der Branche geehrt worden. Gerade bei so einer Veranstaltung wird es einem bewusst, die Zeit ist ein knappes Gut. Und dass das wirklich so ist, hat der hochkarätigste Gast der Preisverleihung gerade selber vorgeführt. Unser Kulturminister ist auf den letzten Drücker angerauscht. Die Schweiz hat aber nicht nur begnadete Uhrmacher, sondern auch Musiker. Und drei von denen spannen jetzt zusammen. Das sind unsere Kurznews. Der Michael von der Heide kennt man als freundlich strahlender Sänger. Für ein Musical hat er jetzt aber in eine total gegensätzliche Rolle schlüpfen müssen und ist zum Inbegriff vom Bösen mutiert. Wir sind bei seiner Verwandlung und der Premiere vom Stück «The Black Rider» mit dabei gewesen. Keiner rockt so erfolgreich im Mundart wie der Göhle. Aber seine Karriere hätte ja auch ganz anders verlaufen können. Der Weg zum Rocker der Nation war steinig. Hartnäckig und mit viel Leidenschaft hat der Berner Rocker seinen Traum aber verwirklicht. Dokumentarfilmerin Christina Polina hat den Göhle 2 Jahre lang begleitet. Ein Phänomen Göhle auf der Spur. Mehr zum Göhle sehen Sie den Sonntag im Dokumentarfilm um 20 ab 11 in der Nacht auf SF1. Und im G&G Weekend ist dann übrigens Susanne Kunz beim Dani Vorler zu Gast. Auf Wiedersehen und geniessen Sie das Wochenende.